Gil hat gefragt, ob Sie mal vorbeikommen können. Nein, nicht jetzt. Wir wurden ja auf den Nexus eingeladen von den anderen Pathfindern. Also werden wir das mal tun. Showdown auf Kedern. Ah, da ist er ja. Vielen Dank für Ihre Mitwirkung. Ja, nichts zu danken, habe ich doch gerne getan. Weiterhin über die Geißel. Jene Anomalie aus dunkler Energie, die sowohl Reisen als auch die Kommunikation in diesem Cluster erschwert. Das war HNS mit den aktuellsten Neuigkeiten. Ah, stimmt, ich muss ja Carrie noch in der Milizzelle aufsuchen. Da war ja was. An das Apex-Personal. Bitte überprüfen Sie Ihren Dienstplan. Es gibt wichtiger. Oh. Hey, Ryder. Hakim hat mir erzählt, Sie wurden wegen der Dokumentation verhaftet. Ich schätze, ich habe den Löwen ein bisschen zu sehr gereizt. Sie haben Ihnen doch nicht wehgetan, oder? Sie haben nur meine Würde verletzt. Sie mussten die Wahrheit erzählen, egal wie hoch der Preis dafür auch ist. Sie haben das Richtige getan. Wissen Sie, hier waren noch andere Gefangene, Aufständische, Leute, die geweint haben und Angst hatten. Ich und meine Wahrheit haben ihnen das angetan. Sie wollen also einfach hier rumsitzen? Soll Ihre Arbeit so enden? Was? Nein. Zum Teufel, nein. Vielleicht kann ich das hier verwenden. Danke, dass Sie hier waren, Ryder. Ich gebe Ihnen Bescheid, wenn sich irgendwas ändert. Achtung! Aus den Hydrokulturen wird ziviler Ungehorsam gemeldet. Die Sicherheitskräfte untersuchen den Vorfall bereits. Ah, Ryder. Nehmen Sie Platz. Danach wurden die Kett nervös. Ich habe eine Weile gebraucht, um zurückzukommen. Die Vorstellung, dass Salarianer herausfinden, was es mit dem Aufstieg auf sich hat, lässt sie bestimmt nachts nicht schlafen.
Das will ich hoffen. Sie ergründen also die schmutzigen Aufstiegsgeheimnisse der Cat? Das ist der Plan. Ihre Sternenkarten waren übrigens sehr hilfreich. Gern geschehen. Mit unserer Kartografierung der Geißel und Ryders Gewölbedaten werden den Cat bald die Schlupflöcher ausgehen. Ich schicke Ihnen, was wir aktuell haben. Ich nehme auch eine Kopie. Jede Erweiterung des Suchrasters ist sinnvoll. Jagen Sie immer noch Stase-Kapseln nach? Und wir finden welche. Es macht einen gewaltigen Unterschied, wenn man eine Partner-KI hat. Ich werde einen Nachfolger ausbilden und einen Weg finden müssen, ihn auf all das vorzubereiten. Es ist besser, wenn man seine Flügel erst beim Fliegen entdeckt. Hat bei uns ja auch funktioniert, oder? Es gibt nur einen Weg, um herauszufinden, was für eine Art Pathfinder man ist. Stimmt wohl. In der Zwischenzeit müssen wir uns um eine ernste Angelegenheit kümmern. Der erste in Andromeda abgefüllte Jahrgang ist als Geschenk angekommen. Zum Glück habe ich meinen Flachmann dabei. Verdammt, riecht das gut. Da wir gerade einen Augenblick für uns haben, wollen wir anstoßen? Auf unsere Crews, unsere Sams und auf uns. Mögen wir immer unseren Weg nach Hause finden. Die Arche Passero meldet, dass der Energieverbrauch den Vorgaben entspricht. Okay. Haben wir mit den anderen Pathfindern mal kurz einen getrunken. Anscheinend hat jeder Pathfinder so ein eigenes Schiff mit Crew, wie wir. Ein Arbeiter ist bei Reparaturen am Rumpf der Nexus ins All getrieben. Seine Identität wird geheim gehalten, bis mögliche Verwandte in der Milchstraße informiert wurden. Das war HNS mit den aktuellsten Neuigkeiten. Okay, wo führt es uns hin? Ich glaube, Lexi möchte mit Ihnen reden. Oh, Lexi. Stimmt, unser anderer Asari. Wir müssen uns unterhalten. Über Sam. Dr. Tipero missbilligt die Art, wie wir auf dem Flaggschiff des Archons aus dem Eindämmungsfeld der Cat entkommen sind. Indem du das Herz des Pathfinders angehalten hast? Ja, das missbillige ich allerdings. Wir hatten keine Wahl. Hätte es eine andere Möglichkeit gegeben, hätte ich sie ergriffen. Wie können Sie dabei nur so ruhig bleiben? Ryder, Sam hat sie getötet. Ja, er hat sie wiederbelebt. Aber was, wenn er es nicht getan hätte? Ich kann mich ohne den Pathfinder nicht weiterentwickeln. Es wäre, als würde ich einen Teil meiner selbst töten. Du bestehst aus Codezeilen. Du kannst nicht sterben. Sam würde mir niemals etwas antun. Danke, Ryder. Hören Sie, ich bin nicht gegen Sam. Ich bin nicht gegen dich, Sam. Aber mein Job ist auch so schon schwierig genug. Auch ohne, dass eine KI ihr Herz anhält. Selbst wenn sie es nur tut, um ihnen das Leben zu retten. Ihre Bedenken wurden zur Kenntnis genommen, Doktor. Ja, darauf wette ich. Lexi, ich entschuldige mich für jeglichen Kummer, den ich Ihnen bereitet habe. Und ich entschuldige mich, dass ich dich als Codezeilen bezeichnet habe. Du bist mehr als das.
Auch wenn du keine Zellen besitzt, um es zu beweisen. Okay. Die war leicht genervt. Suvi, diese Frau auf der Nexus, sie ist die Witwe einer meiner Pilotinnen. Eine derjenigen, die sie für die Erkundung der Geißel ausgebildet haben? Ja, Zoes Frau war da draußen verloren. Und für eine andere Pilotin tut man eben das Richtige. Wie zum Beispiel dafür zu sorgen, dass ihre Witwe genügend Credits erhält. Das ist das Mindeste, was ich tun kann. Das Größte wäre, die Geißel ein für alle Mal zu besiegen. Dann gehen wir mal diesem Verräter auf die Spur, wenn er wirklich ein Verräter ist. Es bleibt halt noch abzuwarten. Kommt drauf an, was wir finden. Na, lassen wir das Team so. Nähern uns der LZ. Der Himmel sieht einfach mega aus. Das ist Techix, zumindest laut meiner Karte. Das muss der Arbeitsplatz von diesem Dr. Aiden sein, hinter dem der STG-Agent her ist. Diese Ausrüstung wurde mit einem Standard-Radioisotop sterilisiert. Es sind allerdings noch Spurenelemente von Biomaterial vorhanden, das aus einer Aufstiegskapsel stammen könnte. Oder es sind lediglich Überreste von Aidens Experimenten. Dieser Agent hatte auch noch einen Cat-Kontakt erwähnt. Da ist ja der Marco. Norman mit Marco. Bin ich die erste und einzige Asari, die Sie kennen? Die erste schon, aber nicht die einzige. Ach, wer denn noch? Lexi. Oh, natürlich. Mal sehen, was der Scan ergibt. Mal sehen, was der Scan ergibt.
STG-Agent recht hatte, war dieser Cat Dr. Aidens Kontakt. Headshot! Mal sehen, was der Scan ergibt. Diesem Cat wurde eine Com-Einheit aus der Milchstraße implantiert. Die Partikelschwingung auf dem Transmitter ähnelt derjenigen salarianischer Verschlüsselungen. Ähnelt ist kein Beweis. Die Cat könnten das Implantat auf der salarianischen Arche gefunden haben. Wir sind jetzt den besten Hinweisen auf Aidens Verrat nachgegangen. Und beide liefern uns nicht mehr als Indizien. Echt schade für Salen. Wir könnten Raker auf der Nexus danach fragen. Vielleicht weiß sie ja etwas. Okay, also müssten wir dafür wieder zurück zur Nexus. Dann machen wir das später. Vielleicht bekommen wir noch ein, zwei andere Missionen auf der Nexus. Aber ich muss schon sagen, bevor ich hier irgendwie mich mit dem Archon anlege in der finalen Mission, werde ich garantiert versuchen, alle Verräter und alles, was mich stören könnte, auszuschalten. Gil hat gefragt, ob sie mal vorbeikommen können. Okay, warum nicht? Ah, da bist du ja. Hab ich dich. Störe ich? Nicht doch. Ich bin wie ein Blatt im Wind. Sie sind jetzt hier, also sind Sie der Wind. Ich habe ja noch mit ein paar hartnäckigen Geißelproblemen zu kämpfen, die von Ihrer damaligen Spritztour in das Ding übrig geblieben sind. Das war eine echte Erst-Handeln-Dann-Denken-Aktion, was ich absolut respektiere, auch wenn sowas eher mir ähnlich sieht. Hey, spielen Sie Poker? Was? Poker. Ein Kartenspiel mit Bluffs und Einsätzen. Es ist ein uralter Maßstab dafür, wie viel Charakter, Abgezocktheit und Mut jemand besitzt. Ich dachte lange, das wäre meine Bestimmung, aber ich bin einfach nur gut darin. Wir sollten irgendwann mal spielen, aber ich warne Sie. Ich habe noch nie verloren. Vielleicht, wenn mal nicht gerade die Pflicht ruft.
Eine kleine Ablenkung hier und da kann hilfreich sein. Man kommt mal auf andere Gedanken und sieht die Dinge anschließend deutlich klarer. Wenn wir also mal wieder im Hafen liegen und Sie Lust haben, ich habe immer Lust. Das klingt zweideutig. World Orbit ist stabil. Oh, Moment. Ich muss jetzt erst mal nachschauen. Dann ist jetzt Kadara dran. Jetzt im Orbit von Kadara. Hier gibt es einige Missionen. Aber anscheinend alles auf der unteren Ebene. Gut, hier ist nix. Okidok. Kurz mal nachschauen. Bei PB. Ah, das ist hier. Okay, gut. Das wollte ich nur wissen.
Dieses Werbungsboot ist auf unabhängige Gesetzlose registriert, Path. Gehen wir's an! Ich rate zur Vorsicht. I believe I can fly. Feinde! Sniper ist das voll cool. Dieser ehemalige Anführer, Yale. Er ist auf Eos. Er war ihre Verbindung zur Nexus. Ich wette, er kann uns einiges über das alles erzählen. Aha, also müssen wir wieder nach Eos. Warum sind Sie hergekommen? Kurze Antwort? Weil ich noch nie hier war. Ist das alles? Ja, warum nicht? Da wären wir. Sie hatten recht. Die Aussicht ist traumhaft. Dabei sind wir noch nicht mal oben. Ich wette, ich bin schneller. Ein Rennen? Darauf? Nicht reden, klettern. Na los, Pathfinder. Und keine Jetpacks. Betrüger mag niemand. Na dann mal los. Ihnen werde ich's zeigen. Ganz bestimmt. Hochmut kommt vor dem Fall. Nein, ich bleibe fair.
Haben Sie Spaß? Ich hab's Ihnen nicht gezeigt. Oh ja, wirklich beeindruckend. Wow, so wird es überall sein, oder? Nein, besser. Ich habe mich 14 Monate gefragt, ob es ein Fehler war, hierher zu kommen und meine Schwester mitzuschleifen. Nein, jetzt nicht mehr. An Bord der Tempest zu gehen, war die beste Entscheidung meines Lebens. Das finde ich auch. Ohne sie wäre es nicht dasselbe gewesen. Okay. Jetzt müssen wir noch für Phoebe was besorgen. Am besten fahren wir da weiter, oder? Ja. Moment, da oben ist noch was. Sehe ich gerade. Ah, das Versteck der Satellitenplünderer. Ja, nein, da fahre ich mit dem Bägelchen hier weiter. Haben Sie schon das angaranische Essen probiert? Das Beste sind die gegrillten Spinnenkäfer. Sowas würde ich nicht mal anfassen, wenn ich es verdauen könnte. Naja, wirklich verdauen kann das niemand aus der Milchstraße. Aber glauben Sie mir, die Konsequenzen sind es wirklich wert. Außerdem wird der Käfer durch das Grillen gar nicht getötet. Er wird dadurch lediglich so wütend, dass er spuckt. Buchstäblich. Ein Fleisch, das seine eigene Soße zubereitet. Es war erstaunlich. Und irgendwie will ich es jetzt noch weniger essen als zu Beginn Ihres Berichts. Die Ratten! Okay, suchen wir das Tech-Teil, das Phoebe braucht. Wir sehen uns dieses Lager doch an, oder? Ja, wo ist das Teil? Überprüfe diesen Container. Ah, hier. Und jetzt noch die Satelliten. Da müssen wir zurück nach Kaderaport. Wir nähern uns den Plünderern, die die angaranischen Satelliten gestohlen und das Suchschiff zerstört haben. Wie stehen die Chancen, dass sie sich kampflos ergeben werden? Bei unter 1%. Thank you.
Die Plünderer haben diese angaranischen Satelliten komplett ausgeschlachtet. Ich lasse die Überreste von der Tempest bergen, damit sie nach Aya zurückbringen können. Ihr sind keine Angarer. Wir können aber noch nicht starten. Wir müssen noch zuerst zurück nach Kadara Port. Schließlich will ja Pibi noch etwas... so schießwütig sind. Okay, schauen wir mal auf der Karte nach. Okay, wir müssen uns mit Pibi treffen. Wo ist Pibi? Ah, da ist sie ja. Das ist Straßenraub. Warten Sie darauf, dass dieser Kroganer auftaucht? Ich muss ihm nur die Heltech abkaufen, damit ich meinen Reliktscanner perfektionieren kann. Er und seine Leute tauchen bei allen Ruinen auf, die wir durchsuchen. Das kann einfach kein Zufall sein. Ich denke, sie könnten uns vielleicht irgendwie folgen. Das hat uns gerade noch gefehlt. Parasiten. Wenn man etwas Interessantes macht, erregt man nun mal Interesse. Ryder, bitte komm, wir haben ein Problem. Ich höre, Kello. Wir hatten hier einen Eindringling. Er hat sich an Bord und in Pibis Quartier geschlichen. Ihr Bot ist weg. Pock? Wie zum Teufel konnte das passieren? Das können wir noch nicht mit Gewissheit sagen. Da wusste jemand genau, was er zu tun hatte. Sie haben ein beeindruckendes Stück Reltech und eine aufgezeichnete Nachricht hinterlassen. Ich übermittle sie jetzt. Ryder, hier ist Kalinda Terev, Pelisarias... Naja, es was auch immer sie mich inzwischen bezeichnet. Danken Sie ihr bitte von mir für den schicken Bot. Ich nehme an, die Reltech, die meine Crew an sich genommen hat, kann als adäquate Bezahlung betrachtet werden. Ah, und Sie müssen nicht auf meinen kroganischen Freund Krennit warten. Er und seine Banditen arbeiten für mich. Ta! Oh, verdammt, warum kann sie mich nicht einfach in Ruhe lassen? Wieso hat sie es auf Sie abgesehen, Pibi? Was weiß ich? Ich bin diejenige, die verletzt wurde. Um meinen Scanner fertigzustellen, brauche ich Zugriff auf die Speichereinheit in Pock. Kalinda war schon immer anstrengend. Für einen Kick würde sie alles tun. Und wenn sich dabei auch noch Profit machen lässt, umso besser. Es tut mir leid, dass Sie in diesen Mist mit reingezogen werden, Ryder. Aber Sie müssen sich damit nicht befassen. Ich regle das schon. Versprochen. Hey,
Wir stehen das gemeinsam durch. Danke. Sobald ich einen Ansatz habe, wie wir Pork zurückbekommen können, melde ich mich. Oh, das Miststück hat mein Bot gestohlen. Okay, jetzt warten wir darauf, dass PB uns kontaktiert. Aber wir können jetzt auch wieder von diesem Planeten verschwinden.